Nun? Bevor ich den nächsten Gast auf die Bühne bitte, freue ich mich, einen Überraschungsgast aus dem Ausland anzukündigen. Leider kann er nicht persönlich hier sein, aber hat uns eine Videobotschaft geschickt. Exzellenzen, meine Damen und Herren, ich war sehr berührt, dass ich eingeladen wurde, am Austrian World Summit teilzunehmen. Herr Präsident van der Bellen hatte mich eingeladen, als ich im April in Österreich war. Es tut mir wirklich leid, ich kann persönlich nicht teilnehmen. Die Bedeutung der Angelegenheiten, die Sie heute besprechen, kann nicht genug unterstrichen werden. Wir müssen uns mit Armut, Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Lebensmittel, Energie und Wasserversorgung befassen. Das sind wichtige Themen und das wirkt sich auch auf zukünftige Generationen aus. Multilaterale Abkommen gibt es, wie zum Beispiel Abkommen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen und das Pariser Klimaabkommen. Die sind sehr wichtig, denn diese sind ein gemeinsamer Rahmen für die internationale Gemeinschaft. Wir brauchen das, um konzertiert vorgehen zu können. Aber die Umsetzung dieser Abkommen erfordert eine Reaktion von allen Ebenen, Städten, Kommunalverwaltungen, Regionen. Die globale Agenda muss mit den lokalen Umständen vereinbart werden. Das spielt hier natürlich eine wichtige Rolle, dass wir solche Allianzen bilden. Und mir erscheint, dass wenn wir zu einem inklusiven Modell übergehen, einem inklusiven Modell der Nachhaltigkeit, das wir so dringend brauchen, ist es natürlich wichtig, dass wir auf nationaler und auf subnationaler Ebene eine starke Vernetzung haben. Diese Beziehungen, dieses Beziehungsgeflecht ist wichtig, um sicherzustellen, dass der politische und finanzielle Rahmen auch die Investitionen im Privatsektor unterstützen. All das ist erforderlich und wir müssen auch sicherstellen, dass diese Finanzen auch langfristig zum Nutzen der lokalen Bevölkerung beitragen und nicht nur kurzfristige Renditen für einige erzeugen. Wir müssen das jetzt in die Tat umsetzen. Die Herausforderung bei der nachhaltigen Entwicklung und bei der schnellen Dekarbonisierung führt zu einer vollständigen Umkrempelung unserer Wasser-, Nahrungsmittel- und Energiesysteme. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft. Die Herausforderung besteht darin, dass wir diese Transformation planen und erleichtern durch die Entwicklung unserer Infrastruktur unter anderem. Menschen müssen auf allen Ebenen beteiligt werden, wenn wir ein System haben möchten, das für alle funktioniert. Das ist auch der Grund, warum ich so optimistisch bin, dass dieses Forum, das sich hier heute versammelt, in der Lage ist, greifbare Ideen zu entwickeln, um auf subnationaler Ebene nachhaltige Infrastrukturprojekte umzusetzen. Das ist das Fundament für Maßnahmen für die Zukunft. Ich wünsche Ihnen allen nur erdenklichen Erfolg für Ihre Beratungen und ich freue mich auf Ihre Ergebnisse. Vielen Dank, Prinz Charles.